Moin Leute, ich bin der Slava und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar in dem Video geht's ab in Division. Viele Leute haben mich schon gefragt, ob ich mal wieder ein Division-Video machen kann. Und das Ganze ist quasi so ein Allround-Video, wo ich mal über alles spreche, was bezüglich den Schadenswert angeht, welche Mods interessant sind, was auf der Ausrüstung drauf sein sollte, um das Maximum rauszuholen. Ich habe jetzt hier ein Bild mit 400.000 DPS, 400.000 Zähigkeit, ein bisschen natürlich auch drüber, 120.000 Fertigkeitenstärke, 55% Rüstung, das heißt, ich bekomme nur noch 45% des Schadens ab, den man normalerweise kassieren würde. Ganz wichtig an dieser Stelle anzumerken, ich spiele auf Weltrang 5, das heißt, je höher der Weltrang ist, desto mehr Rüstungspunkte braucht man insgesamt, um eine hohe Rüstung zu erreichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Weltrang 4 spielen würde, hätte ich eine Rüstungsdämpfung von ca. 70% bei dem Rüstungswert, den ich aktuell besitze. In dem Video möchte ich auch alles erklären, wie ich auf diese Werte gekommen bin und auf was ihr achten solltet bei eurer Ausrüstung, um ebenfalls die Werte zu erreichen. Dann werde ich auch nochmal kurz mein Gearset ansprechen, was ich jetzt hier so spiele und warum ich es spiele. Dann werde ich auch noch auf ein weiteres Problem angehen, und zwar die hohen Attribute sind nicht ganz ausbalanciert, denn hier haben die Schusswaffen einen leichten Nachteil. Warum, werde ich auch nochmal gleich im Video mit erwähnen. Und zu guter Letzt werde ich auch nochmal auf die Waffe drauf gucken und was ich da für Talente drauf habe, was auch wichtig ist, damit ihr auch einen hohen Schaden anrichten könnt. In dem Sinne würde ich auch mal sagen, beginnen wir direkt mit der Rüstung, und zwar mit der Weste. Was ist jetzt nun das Wichtigste auf der Weste? Zum einen sollte man achten, dass man auf der Weste definitiv Rüstung drauf hat, denn Rüstung ist halt notwendig, um den Schaden, den man bekommt, zu minimieren. Und das ist das Stärkste, was man eigentlich drauf bekommen kann, weil die anderen hohen Attribute, die man drauf bekommen kann, sind nicht ganz so effizient. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine andere Weste nehmen würde ohne Rüstung, sieht man einfach, wie drastisch ich runtersinken würde, ca. 60.000 bzw. fast 70.000. An Zähigkeit würde ich jetzt nur dadurch verlieren, wenn ich auf die Rüstung verzichten würde. Des Weiteren ist ein extrem wichtiges Attribut, und zwar die Munitionskapazität als geringen Attribut. Darauf solltet ihr ebenfalls achten, denn wenn ihr das auf der West habt und auf den Rucksack, dann kommt ihr auf ungefähr plus 110% Munitionskapazität. Das heißt, ihr seid weniger auf diese Kisten angewiesen und könnt dementsprechend länger durchschießen, bevor ihr an die Munitionskiste müsst. Ich spiele jetzt hier als weiteren hohen Attribut Lebenspunkte. Ich habe früher immer auf exotischen Schadensminderung gespielt. Das finde ich persönlich jetzt nicht mehr so wichtig, da seit dem Patch 1.4 der exotische Damage allgemein sehr stark reduziert worden ist von den NPCs. Dann kommen wir jetzt hier zur Maske. Was ist auf der Maske wichtig? Auf der Maske spiele ich als hohen Attribut Fertigkeitenstärke. Als geringen Attribut würde ich definitiv empfehlen gegnerischer Rüstungsschaden. Den habe ich noch nicht. Das heißt, mein Gear ist jetzt noch nicht in Anführungszeichen perfekt. Da fehlt noch was. Also hier fehlt der gegnerische Rüstungsschaden. Aber als hohen Attribut kann ich auf jeden Fall Fertigkeitenstärke empfehlen oder kritische Trefferchance. Dann bei den Knieschonern extrem wichtig, wieder die Rüstung, denn die Knieschoner gehören zu den Items, die höchste Rüstung insgesamt erreichen können, was den hohen Attribut angeht. Deswegen extrem wichtig, holt euch die Rüstung, alles andere ist Murks. Wenn ich jetzt hier kritischen Treffer Schaden plus hätte, hätte ich gerade mal DPS Steigerung von ungefähr 5.000 bis 6.000, während ich gegen jetzt hier bei der Rüstung circa einen Unterschied habe von 50.000, also der Unterschied ist wirklich merkbar. Als geringen Attribut kann ich euch empfehlen, gegnerischer Rüstungsschaden bis zu 12% ist drin. Das heißt, das Ding sorgt dafür, dass ihr gegen Gegner, die ein Schild besitzen, mehr Schaden verursacht. Und zwar um glatte, in Anführungszeichen, wenn ihr den Maximalwert habt, 12%. Das Ganze könnt ihr kombinieren mit einem Sturmgewehr. Das kann ebenfalls nochmal Rüstungsschaden haben. Das heißt, ihr könnt einen sehr hohen Wert erreichen. Ich habe insgesamt 50% Rüstungsdamage, sogar ein bisschen mehr drüber. Dann kommen wir mal auf den Rucksack. Was ist wichtig? Wie eben angesprochen, der geringe Attribut, die Munitionstragfähigkeit. Dann gibt es hier zwei Möglichkeiten, die ich euch empfehlen kann. Einmal Fertigkeitenstärke, bis circa fast 14.000 ist möglich. An Fertigkeitenstärke sorgt dafür, dass ihr einen geringeren Cooldown habt auf euren Skills und dass die Skills stärker sind. Oder ihr nehmt die Rüstung. Die Rüstungswert kann aber jetzt hier nicht allzu hoch gehen. Circa 900 sind möglich. Oder 800 noch was. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall ist der Wert nicht ganz so hoch wie bei den Knieschonern bzw. bei der Brust. Aber ist dennoch hilfreich. Also hier sieht man den Unterschied.
An sich sind die Items gleich. Ungefähr 30.000 würde ich verlieren, oder beziehungsweise fast 40.000 würde ich verlieren, wenn ich nur auf diese Rüstung verzichten würde. Und somit merkt man, Rüstung hat einen sehr hohen Stellenwert. Handschuhe. Handschuhe sind relativ einfach zu erklären. Kritische Trefferchance, kritischen Trefferschaden solltet ihr haben und die Waffe, die ihr primär boosten wollt. Ich habe jetzt hier Sturmgewehre ausgerüstet, weil ich mit Sturmgewehren spiele. Das ist meine bevorzugte Klasse. Man sieht es, die Handschuhe sind relativ low vom Grundwert her. Also der hohe Attribut ist gerade mal bei 1100. 1270 oder 75 ist das Maximum, was man erreichen kann. Also da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Aber das ist auf jeden Fall das Wichtigste, was ihr bei den Handschuhen haben solltet. Alles andere ist Murks, also das, was anderes braucht ihr gar nicht, weil kritische Chance plus Schaden, das ist der höchste Schadensbuffer, den ihr bekommen könnt. Dann kommen wir jetzt hier zum Holster. Das Holster ist relativ einfach, hohe Attribute, gibt es nur eine gute Möglichkeit und das ist die Rüstung. Bis zu 676 oder 666 ist das Maximum, was ihr bekommen könnt beim hohen Attribut auf der Rüstung. Ist auf jeden Fall das Wichtigste. Die Grundattribute sollten über 1200 sein, dann seid ihr definitiv auf der sicheren Seite bzw. auf der glücklichen Seite. Alles andere macht keinen Sinn. Es gibt natürlich jetzt hier noch sowas wie Skill Cooldown um 5%, aber im Endeffekt ist mathematisch betrachtet die Rüstung das, was den Wert von euren Items am höchsten pusht. Dann würde ich auch mal sagen, gucken wir mal kurz auf die Waffen. Was habe ich jetzt hier überhaupt am Start? Also welche Talente spiele ich denn hier? Beziehungsweise mit welcher Kombi spiele ich hier? Ich spiele jetzt hier mit Alpha Bridge. Ich habe vier Teile Alpha Bridge, zwei Teile Predator. Vier Teile Alpha Bridge spiele ich aus einem einfachen Grund. Und zwar, wenn der Vierer-Set-Bonus aktiv ist. Das heißt, wenn ich zweimal dieselbe Waffenklasse spiele, im Primär- und im Sekundär-Slot, bedeutet das, dass ich alle Talente freischalte. Das heißt, ihr solltet darauf achten, dass ihr sechs Talente habt, also die voneinander getrennt sind. Ich habe jetzt hier brutal, tödlich, ich habe boshaft drauf, ich habe erbittert drauf, ich habe flinke drauf und ich habe unkompliziert drauf. Unkompliziert ist ein neues Waffentalent, das durch die Famas gekommen ist. Und dieses Waffentalent hat es echt in sich, denn der Schaden wird um 15% geboostet. Also der Schaden insgesamt wird um 15% geboostet, abzüglich Stabilitätsperks. Das heißt, wenn man Stabilität und Präzisionsperks hat, gibt es einen kleinen Minus und dementsprechend sollte man darauf achten, dass man sich eine Waffe aussucht, die man auch ohne viel Stabilität gut spielen kann, beziehungsweise ohne viel Präzision nutzen kann und die auch die Kugeln ins Ziel bekommt. Talente technisch habe ich ja schon gerade gesagt, was ich gespielt habe, aber jetzt will ich jetzt mal sagen, was die Talente machen. Tödlich macht plus 15% kritischen Trefferschaden. Dann haben wir hier noch Boshaft drauf, plus 10% kritische Trefferchance, wenn das Leben über zwei Segmente ist. Dann habe ich noch hier Erbittert drauf, das heißt nochmal plus 5% kritische Trefferchance, unnachgiebig von egal was, das heißt, es hat keinen Fokus, den ich benötige, außer ich bräuchte normalerweise 4800 Fertigkeitenpunkte. Da das Ganze aber der dritte Attribut ist, ist das Ganze umsonst. Und da merkt man eigentlich schon, ich habe mein Sturmgewehr darauf ausgelegt, kritischen Trefferschaden anzurichten, aus einem ganz einfachen Grund. Sturmgewehre haben den einzigen Nachteil, und zwar sie sind schwierig zu kontrollieren, also dass viele Schüsse in Folge in den Kopf gehen. Daher sollte man schon darauf achten, dass man dementsprechend auf kritischen Schaden geht. Dann habe ich aber natürlich auch was den Headshot Damage boost, wenn ich dann mal einen Headshot lande. Dann habe ich hier nochmal Flink drauf, und zwar plus 25% geringere Nachladegeschwindigkeit. Und als letztes habe ich unkompliziert drauf, wie gerade eben schon erklärt, plus 15% mehr Schaden. Stabilitäts- und Präzisionsperks verringern den Bonus. Aber das heißt, wenn man keine Stabilitäts- und Präzisionsmods drauf hat, dann hat man plus 15% Waffenschaden. Das heißt, die Waffe richtet 15% mehr Damage an. Das ist extrem stark. Das ist der stärkste Schadensbuff, den es im Spiel gibt, was Waffen betrifft. Also da solltet ihr definitiv, wie gesagt, eine Waffe nehmen, die leicht zu kontrollieren ist. Flink habe ich aus einem ganz einfachen Grund drauf, denn die Nachladegeschwindigkeit ist ebenfalls wichtig in Division. In Division verbringt man extrem viel Zeit mit dem Nachladen. Die normale Nachladegeschwindigkeit von meinem Sturmgewehr sind circa, glaube ich, 2,7 Sekunden, also extrem lange. Also fast 3 Sekunden benötigt zum Nachladen. Deswegen die ganzen Nachladegeschwindigkeitsboosts helfen da definitiv nach. Dann habe ich jetzt hier ein Magazin auf Magazingröße, kritische Trefferchance und Feuergeschwindigkeit habe ich drauf.
Dann habe ich jetzt hier als Schalldämpfer habe ich einmal kritischen Treffer Schaden, kritische Treffer Chance und Headshot Damage habe ich drauf und als letztes habe ich den Griff drauf, kritischen Treffer Schaden. Gut, die Stabilität muss raus, da will ich eins mit optimaler Reichweite haben und Nachladetempo. Da muss ich auf jeden Fall noch weiter farmen und als Visier habe ich ebenfalls also kritischen Treffer Schaden, ich habe Chance und ich habe erstmal kritischen Treffer Schaden und Headshot Damage. Also ich habe alles eigentlich nur quasi auf Schaden geskillt. Da ist wirklich nicht viel rauszuholen. Hier sieht man das Ganze, wenn ich jetzt den Griff wechseln würde auf optimale Reichweite, wird der Unterschied nicht so stark ausfallen. Das liegt aber daran, dass das Ganze mathematisch gesehen eine Fehlberechnung hat. Das ist jetzt nicht tatsächlich so, denn ich hatte dadurch nämlich 2,5% mehr Schaden, den ich effektiv anrichte. Deswegen ist das Ganze eigentlich nur spieletechnisch ein Fehler vom Spiel. Jetzt noch der Fehler, den ich gemeint habe, und zwar bezüglich den hohen Schusswaffenpunkte. Denn das Ganze ist nicht ausbalanciert, denn wenn ich die Schusswaffenpunkte höher bekommen würde, also wenn ich sie höher machen würde und dafür jetzt zum Beispiel meine Ausdauer reduzieren würde, dann hätte ich gerade mal 360 Ausdauer, dafür aber einen DPS von 420 mit den gleichen Punkten insgesamt verteilt. Die Rüstung würde auch gleich bleiben, aber der DPS würde gerade mal um 15.000 steigen, dafür würde aber meine Rüstung um ca. 40.000 sinken. Das ist ein schlechtes Verhältnis, denn die Schusswaffen skalieren schwächer als alles andere, was im Spiel betrifft. Also da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ihr solltet dafür sorgen, dass ihr die Talente freischaltet, aber mehr Punkte würde ich in Schusswaffen nicht reinpumpen. Jetzt zu meinem Gearset. Was spiele ich? Ich spiele Alpha Bridge und zwar aus einem einfachen Grund. Der erste Bonus, wenn man zwei Teile hat, plus 100% Lebensregeneration, nicht unbedingt notwendig, aber in gewissen Situationen kann es einem helfen. Der zweite Bonus ist nämlich viel interessanter und zwar plus 5% Waffenschaden. Das heißt, alle Waffen, die ich besitze, verursachen 5% mehr Schaden. Hört sich erstmal wenig an, ist aber im Endgame relativ viel, weil dadurch auf alles drauf basiert. Das heißt, alle Skalierungen basieren auch hier darauf. Das heißt, im Headshot Damage hätte ich plus 10%, im kritischen Schaden hätte ich dann auch ungefähr plus 10%, wenn ich davon ausgehen würde, dass ich 100% auf Headshot Damage und kritischen Schaden hätte. Als letzten Bonus haben wir nämlich jetzt hier auch Sekundär- und Primärwaffen müssen identisch sein und dann hat man alle 6 Talente freigeschaltet. Habe ich euch gerade auch gezeigt, ich habe 6 Talente auf der Waffe, dadurch bekomme ich überhaupt diesen hohen DPS-Wert raus. Zu den Munitionskapazitäten bin ich absolut zufrieden, denn der Vorteil ist, wenn man zweimal die gleiche Waffe spielt, droppen die Gegner nur noch die Munition, die man auch tatsächlich spielt. Das heißt, man muss da nicht zwischen Primär und Sekundär wechseln, sondern die Gegner lassen dann zum Beispiel nur noch Sturmgewehrmunition fallen. Das ist dadurch der Vorteil. Dann spiele ich jetzt hier noch zwei Teile vom Predator aus dem einfachen Grund, um nochmal plus 10% Nachladegeschwindigkeit zu haben, weil, wie gesagt, ich extrem nervig finde, die ganze Zeit im Nachladen zu vereilen. Ich habe insgesamt einen Nachladeboost von ca. 50%, das heißt, anstatt 3 Sekunden mit Nachladen zu verbringen, verbringe ich gerade mal 1,5 Sekunden. Ist auf jeden Fall spürbar und auch sehr angenehm zu spielen, als wie gesagt 3 Sekunden immer nachzuladen. Das ist eine verdammt lange Zeit, die man einfach keinen Schaden anrichten kann und durch dieses schnelle Nachladen habe ich dadurch die Chance, den Schaden immer konstant auf den Gegner zu bringen und auch in brenzligen Situationen, wenn mal die Munition leer ist, brauche ich nicht ganz so lange, bis ich dann wieder schussbereit bin. So, das wäre es eigentlich schon von meiner Stelle aus. Ich habe natürlich noch weitere Division-Videos geplant, also falls ihr auch noch irgendwelche Fragen habt zu Division, stellt die mir ruhig. Ich bin eigentlich jetzt wieder mitten im Spiel drin. Ich müsste einfach nur noch für euch anmerken, ich spiele auf der PS4. Das heißt, wenn ihr Fragen zu Survival habt, kann ich euch da momentan nicht weiterhelfen, weil wie gesagt, PS4-Nutzer leiden momentan extrem darunter, dass der Inhalt exklusiv für die Xbox und den PC momentan nur zur Verfügung steht. Da ist einfach, ja, wie soll man sagen, bin ich jetzt nur auf das beschränkt, was ich tatsächlich auch spielen kann. Und wie gesagt, falls ihr dort irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir ruhig. Ich habe auch weitere Videos in Planung. Also da habe ich auch noch ein paar andere Builds. Also auch einiges ist interessanter geworden mit dem Patch 1.4. Hat sich ja vieles verändert. In dem Sinne bin ich eigentlich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich in einem weiteren Video zu Division. Ciao, ciao.